Man muss Gott für alles danken, auch für einen Mittelfranken. Ja, Karin, wie du siehst, nehme ich deine Nominierung an. Spritzwassertechnisch bin ich schon mal gut gewappnet. Wenn der Spaß bei dieser Aktion auch im Vordergrund steht, so hat das ja leider einen sehr wichtigen und ernsten Hintergrund. Es geht darum, möglichst viel Geld dafür zu sammeln, dass die Wissenschaft ein Medikament gegen die unheilbare Nervenkrankheit ALS entwickeln kann. Und da ich ja davon glücklicherweise nicht betroffen bin und der Spaß, zumindest bei denen, die jetzt da zuschauen, ohne meine Sicherheitsvorrichtungen größer ist, werde ich die mal zur Seite legen. Ich nominiere für den Ice Bucket Challenge meinen Foodblogger-Freund mit der bequemen Schlafcouch Ralf Thees, meinen toskanischen Ragazzo Pietro Grillo und meine liebste Badenserin Doris Mett.